Herzlich willkommen zu den Breaking News zu The Next Mass Effect. Erst vor kurzem habe ich eine News zum ersten Meilenstein in der Entwicklung eines neuen Mass Effect Spiels veröffentlicht. Nun kann ich daran anschließen, denn ich habe neue Informationen für euch, Commanders. BioWare hat eine Stellenausschreibung veröffentlicht. Unter anderem sucht BioWare Unterstützung für Dragon Age und Star Wars Old Republic. Doch hier handelt es sich ausschließlich um Mass Effect News. Das bedeutet, BioWare sucht in ihrer Stellenausschreibung einen Lead Engineer Programmierer. Und BioWare hat ja schon den Wechsel von der Frostbite Engine zur Unreal Engine 5 veröffentlicht. Das ist ein ganz klarer Hinweis darauf. Dann wird ein Lead Domain Programmierer gesucht. Das deutet auf eine eigenständige Website hin, wie einst bei Mass Effect Andromeda. Weiterhin wird ein Environment Director gesucht. Dieser ist für das PvE zuständig, also wie der Spieler in der neu geschaffenen Umgebung interagieren kann. Dann wird noch ein Game Director, ein Level Design Director und ein Narrativ Director gesucht. Der Narrativ Director ist bei der Spieleentwicklung definierend für das narrative Spieldesign, die Story und die zentralen emotionalen Elemente des Spiels, darunter Motive, Handlung, Figur und Dialoge. Die globale Adaption von narrativem Design stellt sicher, dass die emotionalen Kernelemente einer Geschichte und einer Figur bei allen Spielern weltweit gut ankommt. Also, das wird für alle Fans des Mass Effect Universums ein echt wichtiger Mann oder eine echt wichtige Frau werden. Den Link zur BioWare Facebook-Seite habe ich euch natürlich in der Videobeschreibung verpackt. Natürlich auch meine aktuellen Videos zu BioWare oben rechts in der Infobox. Wenn ihr weitere aktuelle News zur Entwicklung von The Next Mass Effect haben wollt, lasst es mich gerne mit einem Daumen oben wissen. Schreibt mir auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Über eine weitere Empfehlung meines Kanals würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, bleibt gesund und Semper Fi.